Was? Mann, ist Schwer. das krank. Double Prince unterwegs. Was macht das? Das ist schon richtig Damage. Xenodrain wird Richtig noch den nice. Elektromagier killen. Okay, er setzt noch Riese, Riese, jetzt zusätzlich. Riese, oh mein Oh Gott, mein jetzt Gott, mal direkt in die Kobold-Tür. Koboldtöte. Du So. hast einen Henker hier dabei und Tornado gegen Oh mein Gott, Garon. der Miner. Nee, ne? Alter, der Miner Oh zerstört mein wieder. Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was? Nein! Nein. Oh! Scheiße! Moin Leute, Trimax hier. Das RPL-Turnier geht weiter. Wir sind alle übelst hyped drauf. Es ist ein Fünfer-Team. Und da ist es das Ziel, das beste Fünfer-Team der Welt herauszufinden. Letztes Mal bei der Quali wurde das Team von Flobby und Bigspin und so weiter Platz 2. Die Top 32 sind weitergekommen. Heute kommen wieder nur die Top 16 weiter. Diesmal wird nicht einfach so gezockt, sondern es spielen wirklich die Gegner schon gegeneinander. Nicht nur in großen Turnieren, sondern die Mannschaften spielen gegeneinander. Das Team Monique Esports wird jetzt als erstes gegen Galdo Galego das Team spielen. Hier ist es jetzt so, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Müsst ihr genau aufpassen, spult's noch mal zurück, damit ihr es versteht. die spielen gegeneinander, gleichzeitig. 5 gegen 5. Irgendwie random aufgeteilt, wer da gegen wen spielt. Dann, wenn drei Leute gewinnen, und das andere Team nur zweimal, also mindestens drei gewinnen, dann kriegt das Team einen Punkt. Ein Punkt. Erstmal nennen wir das einen Zwischenpunkt. Und von diesen Zwischenpunkten braucht man insgesamt zwei Stück, weil es ein Best of Three ist. Richtig, Flobby? Ja, Best of Genau. Three, ja. Heute, Okay. ich kann noch mal ganz kurz sagen, wer in dem Monique Esports drin ist, ist es Ey, schon. guck am besten einfach im Clan, da sind die fünf. Es kann nämlich sein, dass ich einen vielleicht falsch geschrieben habe. Ich guck mal. Und Also wir spielen noch. insgesamt in dem Monique Esports Team sind Flobby, Big Spin, Bochum Fan, Honza, Reaper, Toaster, Toni, Vendetta und Wizard D. Ziemlich krasses Team. Das ist ja gefühlt alles aus CR Worlds. Ja, also großer Teil auf jeden Fall, ja. Und heute spielen Flobby, Honza, Vendetta, Reaper und Toni. Gerade auch in Ach, Game ihr seid schon in-game. Führe. Okay, dann geht's direkt schon los. Alle fünf Spieler spielen jetzt gleichzeitig. Oh Leute, du Wir fühlst ja müssen. schon. Sag doch, Wir dass du. müssen. Ich spiele mit Garon gegen X-Boy. Ist eigentlich ein echt schlechtes Matchup, aber es sieht ganz gut aus. Sehr nice. Alle fünf Spieler spielen jetzt gleichzeitig aus beiden Teams. Und wenn ein Team drei Spiele gewinnt, ist das erstmal ein Punkt. Das ist das allererste Game. Ich feiere dieses Format extrem. Absolut. Nice, du spielst jetzt hier einen Lava. Wir werden bei allen Spielern reingucken. Nur Flobby ist jetzt hier gerade noch zu Gast. Ich Mit hätte der gedacht, Flugmaschine dabei, nice. ja, da sind auch deutsche Spieler hier dabei. Ich hätte jetzt gedacht, mein Gegner wird Packer spielen, deswegen habe ich auch Lavaund gespielt, aber spiele Expo, okay. Das Ding ist halt, ich habe hier jetzt eine freie Fläche. Das heißt, wenn er jetzt ein Expo spielt, kann ich den halt eigentlich immer relativ gut verteidigen. Ja. Stimmt, es ist sowieso, wenn es 1 zu 1 steht, ist der X-Bogen nicht der beste. Also Okay. absolut nicht. Sehr schön. Oh Nice, mein einfach Gott, was für ein getankt. Lava-Hund. Holy shit. Der Eismagier und das Mega Minion abgelenkt. Der X-Bogen fällt. Die Flugmaschine ist dabei, feiere ich ja übertrieben. Ja, nice. So kennt man den guten alten Flobby. Immer schön mit Disconnects. Die Flugmaschine ist am Turm, genauso wie die Minions. Reicht das, der Schaden? Erstmal nicht. Lol. Erstmal nicht. Feuerball kommt, Mega Minion wird nicht getroffen. Das ist aber ganz schön viel Damage. Der Gegner hat auch noch eine Rakete. 481 HP. Da muss eigentlich nur noch meiner selber Feuerball. Meiner selbst, genau. Und jetzt noch ein Feuerball. Dann sollte das Ganze gegessen sein. Ich gebe den Floppy mal Rechte. Das ist das Ding durch. Wir ziehen nochmal wieder hoch. User was moved to your Ja, channel. moin. Ja, moin. Das Problem ist, dass ich hier gerade noch ganz schön viel am Laufen habe wegen der Weltmeisterschaft. Ich habe gewonnen, das ist schon mal Ja, wichtig. das haben wir gesehen, sehr stark. Ich sag mal jetzt, ich gucke jetzt mal Reaper zu. Die Runde schauen wir Reaper zu. Ach ja, bist du süß, stimmt. Hä, aber die müssen doch bannen. Warte, wer hat gewonnen? Die müssen bannen. Wer muss hier bannen? Wo Warte, kommt denn Toni der hat Bann auf einmal verloren. her? Toni hat gewonnen. Reaper hat verloren. Man hat verloren. Scheiße, wir haben das erste Set verloren. LOL, Warte, bannen was? wir? Also Reaper ist schon in-game. Max? Ja? Flobby, kannst du mich hören? User in
Fantastisch. Okay, die haben das erste Set fast, gibt's doch gar nicht. Ich kann es gerade nicht fassen. Da haben wir gefühlt alle anderen verloren. Außer Flobby. Okay. So. Also sie spielen immer wieder einzeln. Immer wieder alle fünf gleichzeitig. Wir können natürlich immer nur eins zuschauen. Ey, ich glaube das nicht. Ich hatte die letzten Tage... Ich glaube es nicht. Wie gesagt, ich hole mir jetzt auch ein LAN-Kabel, damit sowas nie wieder vorkommt. Ja, nice. Also ein LAN-Kabel ist halt dann easy. Ich verstehe es nicht. Ihr habt das erste Set... Ihr habt das erste Set tatsächlich verloren? Ja, ich habe... Damit hätte ich ja niemals gerechnet. Okay. Wer sind denn die Gegner? Kennt man die? Nee, ich kenne tatsächlich jetzt keinen direkt. Okay. Müssen sie aber ganz schön in sich haben, wenn sie das aber gut, das hat dann auch überhaupt nichts zu bedeuten. Es wird so viele Games hiervon noch geben. Immer wieder alle fünf gleichzeitig. Ja, genau. Megaritter wurde gebannt von uns. Also okay. Das Verliererteam darf immer eine Karte bannen. Das Verliererteam darf eine Karte bannen, okay. Genau. Jetzt haben wir verloren, haben Megaritter gebannt und wir dürfen es nicht spielen und die dürfen natürlich eine Megaritter nicht spielen. Können wir irgendwie eine Gruppe offline machen, wo alle reinschreiben, wenn sie gewinnen oder verlieren? Ich kann mich mal fragen. Mach das stark. Ich spiele noch den Preußen. Ich will auf jeden Fall, dass die Pumpe down geht. Er spielt nämlich die drei Musketiere. Und selbst wenn er jetzt die drei Musketiere bringt... Ich guck bei Reaper gerade zu. Ich guck bei allen immer mal wieder zu. Du hast mich gerade nicht gehört, als ich es gesagt hatte. Weil Reaper hatte gerade eben die Partie verloren. Dann wissen ja alle trotzdem, wie gut Reaper ist. Das sieht aber auch überhaupt nicht gut aus. Könnte sein, dass er jetzt das nächste Game hier verliert. Ja. Ich glaube, es sieht ein bisschen so aus. Gewinnen. Ja, nochmal ein starker Tornado. Ah, der Gegner hat einen Golem, Nachthexe. Das ist das Full Single Target Damage mit Kanonenkarre, Nachthexe, Mega Minion, Banditin. Alles hinter einem Golem. Oh mein Gott, die Kanonenkarre überlebt. Das tut so weh. Ein guter Eisgeist. Oh, richtig guter Eisgeist von Reaper gespielt. Aber die Banditin wird wahrscheinlich noch einen Charge rausbekommen. Oh, Tornado. Oh Gott, die stirbt. Das war stark. Das war richtig stark gespielt. Aber er schafft es nicht, zur Gegenoffensive auszuholen. Holzpredict, Schweinereiter, ein Hit. Noch ein Hit, 302 HP hat der Turmlord der Rakete reicht. Was? Das gibt's doch nicht. Reaper gewinnt? Gegen Skull im Deck, Full Single Target Damage. In der doppelten Elixierphase, ich kann es gerade nicht fassen. Krass. Sehr stark gespielt, das hat er gewonnen. Reaper gewinnt und hier hat Vendetta gewonnen. Das sieht schon mal gut aus. Ich glaube, du musst nur noch gewinnen, dann habt ihr das Set gewonnen. User entered your channel. Alles klar. Bist du wieder disconnected? Anscheinend ja. Nice. Du musst nur noch gewinnen. Ich glaube, dann habt ihr das Set gewonnen. Okay, perfekt. Ah, das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus bisher. User in your channel timed out. Nice. Perfekt. Das gewinnt er, wunderbar. Alter, das ist alles so Schlag auf Schlag. Das Ding ist, hätten wir das jetzt verloren, dann wären wir schon raus. Dann wäre es einfach vorbei. Echt? Schweinereiter und Megaritter sind gebannt. Ihr müsst jetzt gewinnen. Ihr macht jetzt fünf Games gleichzeitig und müsst drei davon gewinnen. Überhaupt. Dann schaue ich nochmal, das frage ich mich halt auch. Ihr guckt mir nochmal Vendetta gleichzeitig zu. Vendetta spielt Lockbait. Oh mein Gott, Lockbait gegen Lockbait. Das kann auch was Interessantes werden. Dein Spiel wird dann wahrscheinlich gleich nochmal nachgeholt, wobei jetzt sein Deck gesehen wurde, was natürlich nicht so geil ist. Hat irgendein Random angenommen, das ist ein bisschen frech. Die Leute lachen, ja. Winter is coming, Deck. Der hat alle Eiskarten gespielt. Okay. Ich glaube... Vendetta hier mit dem Ofendeck. Ofenspiegel Bowler. Bin mal gespannt. Oh, das Koboldfass macht da richtig Damage, aber die Gegenoffensive. Der Typ hat nicht mal im Team angehört. Der hat sich einfach nur in den Clan reingesneakt. Was? Einer der Co-Leader fragt, ja, aus welchem Team kommst du denn? Er schreibt Free Cycle for Win und left in den Clan. Lol. Wie kommt der da rein? Oh mein Gott, Vendetta hat ein Holz gemisst. Jetzt fliegen nur noch die Raketen. Jetzt fehlt das Holz auch in der Defense. Mein Game wird gespielt, wenn es nötig ist. Das heißt, wir warten jetzt. Ah, okay. Da bin ich gespannt. Das wäre jetzt echt scheiße, wenn es unentschieden steht und ich dann noch. Ja, und du musst das alles entscheidende Game machen. Wir sind gespannt. Hier ist gerade ein ganz knappes Lockbait-Match. Ich frag an. Hier hat er halt ein Holz. Kommt jetzt selber wieder ein Koboldfass.
Minenhorde macht schnellen Schaden, okay. Nächster Ofen. Alter, das ist hier, das ist Game ist intens. Jeder, ich bin jetzt im Spiel. Okay, guck mir gleich zu. Wir geben uns noch das Game von Vendetta. Oh mein Gott, Holz trifft Dartgoblin nicht. Das Holz hat einen Dartgoblin nicht getroffen. Er spiegelt das Holz. Was hat er jetzt gegen die Kobolde? Defensives Koboldfass. Lol, es reicht nicht. Die Rakete kommt. Oh mein Gott. Vendetta hat das Holz gemisst. Und zwar so richtig. Oh Gott, das hat er verloren. Okay. Wie sieht's denn insgesamt aus? Also Vendetta verliert. Reaper gewinnt. Honzer gewinnt. Und du sind nur vier. Wir gucken dir zu. Gewinnt und dann habt ihr. Weiß ich nicht. Ihr habt bisher zwei Punkte und die Gegner ein. Ich weiß nicht. Ein Spiel fehlt, glaube ich, noch. Ja, hast du eins. Ich hoffe, dass derjenige gewinnt, weil bei mir sieht es nicht so gut aus bis jetzt. Oh, stimmt. Giant Dark Prince Deck gegen dein Miner Flugmaschine. Lava-Hund. Ja, mein Deck wurde halt gezeigt. Mein Golem-Deck hätte ich ja jetzt. Ich dachte, er spielt jetzt einen Konter, aber er spielt einfach Giant. Das wäre natürlich perfekt für mich. Weil ich, wenn ich Golem spielen würde. Zeitgleich, was wir uns hier gerade reinziehen: Surgical Goblin hat ESWC schon wieder gewonnen. Ich kann es nicht fassen. Der hat bisher jedes ESWC-Turnier gewonnen. Ja, das ist einfach nur krank. Das ist absurd, ja. Oh, kommt der rechtzeitig an? Oh, Megamin überlebt, geil. Starker Feuerball. Ich frag mich nur, was er spielt. Spielt er die Rustetiere noch oder warum hat er eine Pumpe? Oh, Megamin wird nicht getroffen. Was hat er noch in der Luft? Sepp bringt er da, einverstanden. Aber der Miner macht die Pumpe down. Vom Schaden her liegst du jetzt wieder vorne, auch wenn er ein bisschen mehr Elixier hat. Ja. Anderthalb Elixier. Was hat er für große Zauber? Feuerball und Sepp hat er. Okay, Feuerball. Eine Karte ist noch Fragezeichen. Also den rechten Turm. Alter, das ist jetzt hier ganz schön intens. Wenn ihr jetzt gewinnst, habt ihr safe das Set gewonnen. Den Turm wird er kriegen. Oh mein Gott. Double Prince mit Giant Double Prince? Das gibt's ja nicht, oder? Feuerball sitzt, der Turm fällt und der rechte hat aber auch schon ganz schön was abbekommen. 40 Sekunden noch. Hat er noch einen Feuerball? Oh mein Gott! Feuerball-Value des Todes. Ja, aber es muss. Aber jetzt hat er keinen mehr. Er hat noch einen Sepp, der kann natürlich wehtun. Trifft nicht alles. Einige Lava-Pups bleiben da verschont. Mega Minion räumt sofort die Minions ab. Starker Sepp von dir. Der linke Ton des Gegners wird auch fallen. Oder? Noch Mega Minion gebracht. Lol. Die muss durchkommen, die Flugmaschine. Und sie ist durch. Alter, wie knapp ist bitte das Game? Ich hab einen Feuerball, ich krieg seinen Turm. Er kriegt deinen aber auch. Oh mein Gott, er steht 2 zu 2. Alter, ihr macht's aber. Was? Mann, ist das krank. Double Prince unterwegs. Was macht das? Das ist schon richtig Damage. Das ist Damage, ja. Alter, steht 2 zu 2. Wie krank ist das denn? Jetzt gewinnt, hat dein Team safe gewonnen. Ja. Er hat's vergeigt. Er hat's ja komplett vergeigt. Echt? Also den Push zumindest. Zumindest. Feuerball kommt. Er kriegt den Schaden raus. Gleich kommt wieder ein Prinz oder so. Da hast du nicht viel am Boden. Meiner kommt rechtzeitig an. Sein Megaminion ist ein bisschen gefailed. Deins überlebt. Am Turm, sein Giant geht down. Alter, ist das Game intensiv. Beide Türme 900 HP, ich kann's nicht fassen. Was passiert hier? Nächster Angriff kommt, er hat nur wieder ein Dark Prince. Oh, Feuerball-Value des Todes. Der Miner ist am Turm, hat aber nichts überlebt. Dark Prince kommt nicht an deinen Turm ran. Was ist das für ein krankes Game? Welch ein Puls, Mann. Die Flugmaschine macht's. Die Flugmaschine, kannst du sie durchsneaken? Ja. Lol. Oh, Alter, was für ein Game! Meine Fresse, was machst du da? Was machst du denn da? Jetzt, warte kurz, stand es jetzt 2-2 vor. Wenn es jetzt 2-2 vorstand, dann. Alter. Warte. Toni hatte. Toni hat verloren. Toni hat, ja, er stand 2-2. Du hast das letzte Game gewonnen. Oh mein Gott. Ich kann es nicht fassen. Du hast diesen Punkt hast du für dein Team geholt, Alter. Wie lange die Verlängerung geht. Gott, was war das für ein Game? Was?
Alter, ich liebe solche Turniere. Ist einfach nur nice. Einfach nur geil. Alter, ich zitter gerade im ganzen Körper. Giant Double Prince gegen Lava und Miner Deck. Alter. Alter, was? Ach, meine Güte, okay. Alter. Damit habt ihr die erste Runde, das erste Team besiegt, richtig? Ja. Hyped. Also, Monique Esports hat es die nächste Runde geschafft. Jetzt müssen sie antreten gegen 21 Legend. Es spielen wieder 5 Leute gleichzeitig. Wer Mehrzahl der Games gewinnt, kriegt einen Punkt. Und das ist einfach ein Best of 3. Das ist noch ein bisschen kürzer. Letztendlich wird es später, aber das ist noch eine Qualifikationsphase, wenn man so möchte. Falls Monique Esports jetzt verlieren sollte, ist das nicht schlimm. Dann kommen sie vom Upper Bracket in den Lower Bracket, also ins Loser Bracket, und haben da noch Chance, sich durchzusetzen. Top 32 Teams sind es, Top 16 Teams wollen wir heute herausfinden. Mal gucken. Das erste war ja schon ultra knapp, ne? Ruhe. Ja. So, wir schauen bei Flobby beide rein. Ja. Okay, gegen einen Phoenix. Der sagt mir was, aber. Der sagt dir was? In welchem Kontext, ja. Mhm. Wahrscheinlich im Clash Royale-Kontext. Überraschung. Pumpe gespielt, ist natürlich nice. Ja. Flobby hat die ganze Zeit mit seinem Lavahund Flugmaschinen dekorsiert. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist aber die falsche Eiseinheit, die der Gegner als Tank. Ja. Aber der, ja, der Poison Spell, wie gesagt, in der Regel. Habe ich nicht gesagt, ich sag die ganze Zeit, wie gesagt. Und Dart Goblin dazu. Dart Goblin, ja, das ist ein. Macht Damage und auch die Pumpe hat kassiert. Aber nice über die hier von Flobby, die charged genau dahin zum Eisgolem, läuft sie jetzt wieder. Ist aber Garage, geht unter. Na, okay, ist. Na, das okay. Stimmt. Ja, ich würde fast sagen, guter Start vom Gegner, ne? Ja. Er hat. Okay, jetzt hat er einen kleinen Elixiervorsprung gehabt, den er jetzt hier ausnutzt. Eisgolem Kite kommt. Oh, noch ein Tesla dabei. Nachthexe. Ja, ist schon fies irgendwie. Ja. Das ist nochmal schon eingefroren im Poison. Nachthexe lebt aber noch. Die ja, lebt die noch. Nachthexe macht da ordentlich was, aber jetzt wird es natürlich getargetet. Jetzt leben die Fledermäuse. Es ist halt so geil, Golem und Nachthexe. Wenn die beide sterben, denkt man, das war's. Aber nein, aus beiden kommen noch weitere Einheiten raus. Da macht der Gegner von Flobby leider nichts. Er hat natürlich auch kein gutes Deck, um unbedingt so einen Golem-Push, der groß ja ist, einigermaßen abzuwehren. Ja, muss ja man auch sagen, der Dark Goblin ist da auf keinen Fall eine DPS-Einheit. Und kann eben auch von der Banditin im Gegensatz zu beispielsweise Bogenschützen sehr easy abgeräumt werden. Kommt nochmal der Sepp, aber das ist schon eigentlich Game. Also der Gegner kann ja schon eigentlich einpacken. Stimmt. Da fehlt irgendwie noch was krasseres für ja, die Defense. Genau. Er hat keinen großartigen Single-Target-Damage, er hat zwar ein Gebäude, aber das war's dann auch. So, um der Friedhof dran. Gutes Zap-Timing. Der Rest geht. Ah, da kommen noch ganz schön viele nach. Okay. Mhm. Interessantes Golem-Placement. Entweder ganz da vorne oder nach hinten. So ein Mittelding habe ich noch nicht gesehen, aber Flobby weiß halt, was er macht. Ja, ist halt, du willst natürlich da auch keinen irgendwie Connect zulassen. Ja, ja. Ich sage mal, das Game hier ist eigentlich sowieso schon vorbei. Von daher. Yep. Das ist halt auch ein bisschen schwer, wo du spielst das Turnier und Flobby ist ja. Allein von der, von der Platzierung im Ladder der beste Golem-Spieler der Welt, ne? Oder? Ja. Ich will, also ja, das klingt immer so, so übertrieben. Aber es ist halt nicht so, ne? Es ist krank. Also es ist nicht übertrieben, meine ich. Ja, ja, es ist nicht übertrieben. Es stimmt einfach. Das ist halt so, das ist witzig, irgendwie. Ja. Ja, nice. Das holt er sicher. Sagt er, ja. Starkes Spiel, sehr schön. Bin ich gespannt. Okay, so, wie haben die anderen abgeschlossen? Du hast alle noch nicht vorbei. Alle noch nicht vorbei, dann schauen wir mal ganz schnell. Honza hat eben gerade jetzt angefangen, lass bei Honza reingucken. Okay. Ach nee, doch nicht, das war ein Bug. Trotzdem bei Honza, go. Ja, bei Honza. Oh, da hat er einen Turm gerade verloren. 10 Sekunden noch, lol. Also, oh, das wird noch ein bisschen gehen. Das Deck, was Honza da gegen sich hat, ist ein extrem populäres Deck auch in der ESWC gewesen. Das ja, ist richtig, das richtig wurde so oft gespielt. Und vor einem riesigen Packer, das ist Alter, nicht krass, was er da noch alles dazwischen bekommt. Diese gegen Pekka, das ist schon heftig. Ich meine, er hat einen Fernrohr dabei, klar. Aber trotzdem hat hier faktisch der Maki den Vorteil. Oh, ein Kobold, ein Kobold. Sehr stark von uns auf jeden Fall. Das war ja Damage. Mega Mega noch halt dazu. Inferno Dragon gegen den Pekka. Ah, der meiner war vielleicht ein bisschen overextend, ne? Ah, der Zept Instant, okay. Kriegt er noch Chip Damage raus. Ah, das war aber viel Elixier. Mhm. Oh, das wird noch. Das geht. So schnell ist das Game hier noch nicht vorbei. Ich schau mal eben kurz nur, um zu gucken, falls ein. Genau, guck mal, wie es bei den anderen steht. Oh ja, die sind alle vorbei. Vendetta hat gewonnen. Tony hat verloren. Reaper hat verloren. Los. Das ist das entscheidende Game. Das ist das entscheidende Game hier bei Honza? Ja. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Honza kriegt das, ich glaube. Das muss er gewinnen.
Warum ist das alles so knapp? Mega Minion mehr oder weniger immun gegen Poison Spell, das ist okay. Aber der Pekka, das ist gut, weil da, ja genau, da kommt der. Oh, stark. Ja, das geniale Minions. Elektromagier ist hier. Stark, richtig stark von uns. Jetzt noch LOL. Ecke. Der Elektromagier kommt nicht ran. Wie geil ist das denn? Und der Inferno Dragon wird noch den Elektromagier killen. Okay, setzt noch zusätzlich. Ja. Oh mein Gott, direkt in die Koboldhütte. So geil gemacht von Honza. Bitte in meiner. Bitte meiner. Wenn er jetzt in meiner, direkt in meiner rein, dann hat er es. Ja. Bring meiner, Junge. Honza hat meiner. Poison Spell. Ja. Okay, aber das. Oder? Nee, noch nicht. Das ist noch nicht vorbei. Er hat Poison und selbst. Er muss jetzt nur noch verteidigen. Ein Poison Spell reicht. Ein Poison Spell reicht, okay. Es reicht auch so, der Miner ist es. Nein. Oh mein Gott, Honza, stark gespielt. Nein. Er gewinnt mit einem Giant Deck gegen den Packer. Wie geil ist das denn? Sehr, sehr nice. Okay. Damit geht der erste Punkt an Monique Esports. Holy shit. Floppy, du bist verwarnt. No chat. Lol, ist dein eigener Teammate. Oh. Ja, stimmt, habe ich vergessen. Aber vorhin hat er auch was gesagt, egal, gut. Man darf nicht schreiben, okay? Man darf nicht schreiben, man hat schon gesagt, dann kriegt man Niederlagen hinzugeschrieben. Und du bist so ein Noob, der wieder reinschreibt. Okay, jetzt können die Verlierer, also 21 Legend darf jetzt eine Karte bannen. Bin ich mal gespannt. Ja, bin ich auch gespannt, dass die bannen. Alter, warum ist das, ist es immer, dass es 2-2 steht im Set und das letzte Game ist immer ultra lang und spannend, wie krank. Alter, ja. Ich krieg Ruben A. Sickers. Dann gucken wir bei dir zu. Du kannst dich wieder muten und wir gucken uns das Ganze an. Volle Konzentration. Wenn der jetzt Packer spielt, wäre er Jackpot. Das wäre schon krass, ja. Es ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, ne? Dass er jetzt wieder hier mit einem Mega-Minion kommt. Ich könnte schon darauf hindeuten, dass gleich eine Koboldhütte kommt. Mhm. Und dass entsprechend der Packer gespielt wird. Das wäre krass. Würde ich mich natürlich nicht darauf festlegen, aber kann wie gesagt passieren. Auf jeden Fall ein guter Start. What? Holz wird drüben. Ja, das ist die Koboldhütte, glaube ich. Das ist das Koboldhütten-Deck? Nee, doch nicht. Doch nicht. Was anderes wird. Oh, Henker. Okay, er spielt. Aber der trifft das Mega-Minion nicht. Flugmaschine kommt da noch hinzu. Ja, aber trotzdem, du hast einen Henker hier dabei und Tornado gegen. Oh mein Gott, der Miner. Nee, ne? Alter, der Miner zerstört. Oh mein Gott, Floppy. Hier. Na, wobei nicht komplett, aber das war ein richtig guter Miner hier noch. Ja. Das war richtig nice. Du war auch Bix teuer, aber gleich, sind beide gleich viel Elixier. Auch für Bix bin ich, weil ich gerade ziemlich, weil ich mich da vorne rein abgemeldet hatte und jetzt auch nicht unbedingt in der Verfassung bin, dass ich jetzt gerade hier nochmal gute. Bix hat gerade einen 12-Stunden-Stream hinter sich. 12 Stunden? Alles klar, das waren 7,5, ich hatte auch Pausen, aber trotzdem. Das ist schon ordentlich. Das ist jetzt aber übel, ne? Mit Ice Golem, Executioner, Tornado, Mega Minion? Ist jetzt nicht das Lieblings-Matchup von Floppy? Ja, sage ich ja, auf keinen Fall. Also das Matchup ist hier stark gegen Floppy ausgerichtet eigentlich. Mhm. Denn, also es ist halt die Frage, was hier Ruben noch für eine Druckkarte dabei hat. Ja, also mit was ist seine Win-Condition? Ich finde es ja immer schon mal ganz nice, wenn man keinen Feuerball dabei hat. Der Miner war wieder fantastisch. Oh mein Gott, der Miner, das macht, da kann Floppy den zweimal miteinander machen. Das war's. Ich finde die Flugmaschine so geil, wenn kein Feuerball dabei ist. Guck dir das mal an. Die dealt da von da hinten, von da oben irgendwie Schaden und der Turm ist weg. Killt jetzt noch den Ritter. Sehr, sehr nice. Also, dass das Floppy zweimal hintereinander hinbekommt, ich dachte, der kann nur Golem spielen, macht er auf einmal so geile Sachen. Ja, Beatdown generell ist halt ein Typ, da kann man auf jeden Fall auch mit Variationen spielen. Also, wenn, ich meine, Floppy ist der Golem-Gott, sag ich mal, ja. Ja. Fällt es ihm wahrscheinlich tendenziell eher leicht, auch andere Beatdown-Decks zu lernen. Stimmt. Und ist natürlich kann die auch Flugmaschine die Frage, das hier überleben? Ob andere Decks auch Spaß machen würden, jetzt sag ich mal, auch so Beatdown ist natürlich auch immer die Sache. Vorher betrifft nur den Executioner, der überlebt jetzt einiges. Was hat er denn als Friedhof, okay. Friedhof, Executioner, Tornado, Dick. Was ist das denn? Poison Spell drauf, macht er auch nicht schlecht. Aber der Turm fällt nicht. Ja, das wundert mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen, weil irgendwie fehlt mir da so der konstante DPS in den Deck. Mhm. Da hätte man statt einem Ice Golem vielleicht noch eine andere Truppe, zum Beispiel eine Cycle-Truppe mitnehmen sollen, meiner Ansicht nach. Guck mal, setzt einfach zwei Tanks ineinander ein, ne? Ja, ich weiß nicht. Er ist ein Ritter, dann Ice Golem. Das ist ja der Elixir Waste schlechthin. Ja. Kommt. Er überlebt auch alles in der Defense. Und der Turm fällt nicht. Floppy gewinnt das Ganze. Zwei richtig geile Miner. Nice. Ja. Stark gespielt, Floppy. Schöne Miner. Haben wir gefeiert. Gerne mehr davon. Weiter geht's. Honza hat verloren. Ne, gewonnen. Honza hat gewonnen. 3-0. Honza hat gewonnen. Jetzt gucke ich mal Vendetta zu. Wir gucken Vendetta zu, ja. Ja, wir gucken Vendetta zu. Oh, das sieht, er spielt No Damage, okay. Er führt aber. No Damage Deck. Gegen Packer Friedhof. Alter, das geht ja noch. Jetzt sind wir erst in der Verlängerung. Türme sind noch recht.
Wie hatte er denn zwei Full-Life-Dragon auf dem Feld? Sorry. Ja, gesteckt gegen Packer Friedhof. Stimmt, so ein Baby Dragon ist ewig am Friedhof dran. Also so ein Baby Dragon ist ewig am Packer dran. Stimmt, Alter, der Poison ist auf jeden Fall nice. Er macht jetzt hier ordentlich Schaden an dem Turm. Jetzt muss er nur überlegen, wie er das hier verteidigt bekommt. Volt. Oh, gegnerischer Poison ist nicht gut. Der Tornado war aber ebenso nicht unbedingt das. Na gut, war okay. Ah, okay. Ich dachte schon, der Packer kommt jetzt noch an den Turm. Lässt sich vertreten, aber. Mhm. Beide Türme 1000 HP vom Gegner jetzt hier. Jetzt muss Vendetta halt hier. Ich würde, na, in der Situation hätte ich Ernst Blutpush gewartet. Ja, sehr stark. Sehr stark. Der Poison kommt. Der Poison ist zwar nice, ja, das ist alles nice. Da kriegt er auch Damage raus. Aber nicht genug. Ich kann jetzt hier aber keinen Konterpush reden. Wobei ich nicht denke, dass das passieren wird. Alter, das Game ist aber auch ganz schön wieder intensiv, ne? Ja. Oh, da kommt der Packer Schultz. Und der Gleichzeitig wir haben gewonnen. Der Predict. Ihr habt gewonnen? Toni und Weber haben gewonnen, wir stehen. Ah, okay, sehr nice. Sehr nice. Oh, lol, 4-0. Das heißt, 4-0. Wird es das 5-0? Heißt, wir sind jetzt schon im Finale. Dann sehr geil. Im Finale der Qualifikation, Finale? Wunderbar. In unserer Gruppe, in unserer Quali. Sehr also nice. Was ist denn das Finale? In unserer das ist nur Quali. Es spielt jetzt das erste Halbfinale, das andere Halbfinale und dann spielen wir gegeneinander. Spiel gegen den Sieger. Geil. Dann bin ich mal so 5 Minuten weg, bis das anfängt. Passt, sehr nice. 5-0 gewinnt Monique Esports diese Runde. Wunderbar. Ja, damit ist Legend stark. 21 raus und spielt morgen im Loser Bracket. Kurz hier in den Chat und auch gerne auf YouTube in die Kommentare, was ihr von diesem Turnier haltet. Ja, Clash Royale mit Teams. Ich find's super nice, aber ich bin mal auf eure genaue Meinung da gespannt. Okay, wir gucken ins erste Game. Flobby gegen Max. Flobby bisher nicht verloren. Es ist wieder ein Set. Alle 5 spielen gleichzeitig. Wer mehr Games gewinnt, gewinnt das Set. Und bei den Sets gibt es ein Best of 3. Ganz easy. Ich bin gespannt. Hoffentlich. Ja gut, jetzt gibt es ja noch keine gebannten Karten. Okay, ich wollte gerade sagen, hoffentlich spielt hier keiner gebannte Karten. Aber immer der Verlierer darf bannen. Ja, genau. Max ist sogar aus Munich Warriors. Okay. Sagen. Es sind so viele deutsche Spieler insgesamt bei dem Turnier dabei. Ja. Das ist krass. Da kriegt Floppy. Oh mein Gott, die Fledermäuse spawnen genau, als der Elektromagier gerade dabei war. Also, das tut weh. Floppy, ist das Giant? Müsste Giant sein aus TV Royal, ja. Ja. Aber Minions und Fledermäuse machen ja nochmal richtig Damage und die Pumpe steht auch noch. Starker Start. Ja. Das ist ja gefühlt der gesamte Munich Warrior. Clan ist in das Turnier irgendwie aufgeteilt, außer ich selber. Also es spielt halt wirklich jeder mit irgendwie, ne? Ja, schon, stimmt schon, ja. Also einige spielen mit zumindest. Oh, Packerofen. Zumindest jeder, der halbwegs competitive hier denkt. Da schreibt Flobby nur wow. Hat er noch einen Poison dabei? Ja, ne, es ist ein typisches, dass noch ein Poison dabei ist, oder? Ja, ich denke schon. Eieiei, das ist schon ein Konter, ne? Also in so einer Meta ohne zwei Spells aufzufahren wäre sehr, sehr verhängnisvoll. Oh, das tut ja so weh, der Poison Spell. Killt die Minions, die Fledermäuse der Nachthexe. Da stellt er jetzt noch eine Pumpe auf. Völlig okay. Pumpe geht hier klar. Der Riese auch ganz nice. Oh, eine Fledermaus wird nicht getroffen. Zap hat er ein bisschen gechoked, muss man sagen. Jetzt muss er einen Elixier-Eisgeist noch einsetzen. Die Pumpen sind jetzt halt down. Der Vorteil ist ja nicht mehr auf Fluffys Seite. Wir haben jetzt ja auch einen Elixier-Nachteil von ihm in Höhe von 3. Der Riese bekommt da sicherlich nochmal Hits raus, ja, aber bringt im Endeffekt auch nicht viel. Ja, das ist übel. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch ein Giant an den rechten Turm durchkommt, wenn er ein Packer ist. Wirklich, also der Vorteil, den Flobby hat, er hat schon mal ganz viel Damage am Anfang gemacht. Oh, jetzt interessant, geht einfach rein. Dadurch kann er das Game eigentlich mit Minor Poison gewinnen, weißt du? Ja, also oh mein Gott, eine Fledermaus. Er zappt, okay, der Game muss zappen. Nicht schlecht von Flobby. Wenn das die Taktik dahinter war, hat es mir sehr gefallen. Er zappen, das ist heftig. Aber jetzt ist er richtig im Elixier-Rückstand. Ja, er müsste das eigentlich genau. Set das weg, muss er eigentlich auch noch was setzen. Am besten ja, ist gut. Ah, der Packer war eingefroren. Das der Packer war ist eingefroren. Übel Kost, aber der Packer, wir sehen es hier. Das macht er gut. Ja, lol, die überlebt sogar. Stark. Dann macht er einen herben Fehler, aber gleicht das Ganze sofort wieder aus. Poison-Spell ist drüber. Nice. Nachtexte sollte einigermaßen im Miner in Verbindung mit dem Poison clearen können. Wir müssen auch auf der linken LOL, Seite. LOL, links der Giant! Das muss er jetzt gewinnen, komm. Ein okay, Poison, Sepp und vielleicht noch ein Miner so halb drauf. Interessanter Ofen auch von dem Gegner, also von Max. Oh, ein jetzt Minion überlebt. Ein Minion, dann, oh nein, muss er seppen und jetzt hat er den Sepp nicht mehr in der Offensive. Tornado, ein Hit und dann war's das, genau. Das ist das Game. Nice, schön gespielt. Sehr nice, krass, LOL. Gegen muss man schon irgendwo sagen, ist ein Konterdeck, ne? Ja. Eieieiei.
Alter, Flobby, geil. Wie viel. Wie hast du dich gefühlt, als du den Packer kiten wolltest mit dem Giant, aber der Packer war noch eingefroren? Ja, das war ein bisschen vergeigt. Leute? Ja. Wir haben verloren. Echt? Echt? Niklas. Honza verliert. Niklas Vendetta verliert. Vendetta verloren. Honza hat verloren. Oh lol, alle haben verloren. Ich hab nur gewonnen. RIP. Lol, du bist. Oh Gott. Toni. Okay, Toni. Ja, ist ja egal. Okay, krass. Okay. Oh, ich muss ihn noch. Ich muss ihn muten. Honza gegen Psycho Andreas, wir schauen rein und drücken den anderen natürlich die Daumen. Wieder 5 Matches gleichzeitig. Monique Esports muss mindestens 3 davon gewinnen, um überhaupt noch die Chance zu haben, hier heute die Qualifikation komplett zu entscheiden. Okay, der Start ist okay, die Pumpe ist down, kriegt Schaden. Mega Minion überlebt auch nicht. Aber okay, er bringt noch die Kobolde. Ja, jetzt stark. Psycho Andreas nochmal die Kohle, genau. Ja, selber noch Kobolde. Reagieren, ein Hit. Ja, okay. Ja, das geht klar, also ein Hit hier ist. Guter Start, mehr Elixier plus mehr Schaden am Turm verursacht. Oh mein Gott, Kanonenkarre, Elektromagier. Das ist schon wieder ganz schön viel Single-Target-Damage. Das sieht stark nach Golem aus. Wahrscheinlich jetzt noch Golem, Sepp und Poison im Psycho-Andreas im Deck. Oh, das ist aber nice, der Turm fällt. Miner und Riese am Turm, das wird gut für Honza ausgehen. Der Miner tankt für die einen mit mehr Damage für den Riesen. Krass. Perfekt. Ich dachte, die Kanonenkarre wird das jetzt komplett zerstören. So war es aber nicht. Krass. Und auch der Elektromag ist halt auch gefallen. Ja, und sehr stark gespielt. War richtig nice, ja, von beiden. Nächste Pumpe ist da. Poison und Kobolde rein. Macht ein bisschen Schaden. Na, Giant. Gegen Golem, wenn es dann das Golem-Deck ist. Hat der Golem eigentlich einen Vorteil? Doch, das ist das Golem-Deck, ja klar. Das ist es. Oh, was jetzt macht jetzt Honza? Jetzt wird auf den 3-Crown gehen? Geht auf einen 3-Crown, das ist aber recht riskant. Alter! Denn wenn dieser Push nicht klappt, wenn dieser Push misslingt, hat Psycho Andreas hier die Oberhand, ja. Er muss jetzt die Kobolde bringen, bringt auch noch den Poison Spell. Natürlich hat Psycho Andreas hier jetzt auch unter Berücksichtigung der einfachen Elixierphase keine Möglichkeit, den wirklich zu backuppen. Inferno Dragon noch dabei. Oder ist Elektromagier? Genau, Elektromagier, gute Kobolde von Honza. Der Inferno Dragon wird nicht angegriffen. Oh mein Gott, das war ganz knapp. Er hätte auch noch nicht rauskommen können vom Elektromagier an Inferno Dragon. So war es jetzt hier aber nicht. Verteidige jetzt mit dem Miner noch den Inferno Dragon, aber bringt das so viel? Ja, ja, das geht klar, klar. Okay. Das ist in Ordnung mit dem Miner. Der Elektromagier kriegt noch ein bisschen Hits raus. Den zappt er nochmal. Jetzt wird es natürlich mit Elixier schwierig. Ja, aber guck mal, wie viel Schaden der Kingtalker sieht das. Honza macht nochmal genau das gleiche. Es ist jetzt schon ziemlich risky, was er da vorhat. Starke Kobolde vom Gegner. Ah, der Giant fällt einfach um. Kobolde, 2 Türme und eine Kanonenkarre. Der kriegt dann nur zwei Hits, okay. Also da, finde ich, ist Honza, ich meine, du kannst natürlich mit einem Beatdown-Deck schwer ein anderes Beatdown-Deck wirklich aufhalten. Du musst da eigentlich schon aufs 2-1 gehen, ja, weil beide haben natürlich mehr offensive Kapazitäten als defensive. Aber trotzdem, Kobolde sind durch, der Turm fällt. Ja, trotzdem musst du halt echt aufpassen und das war von Honza riskant gemacht. Wir haben natürlich jetzt den King Tower auch nur auf 1000 irgendwas AP. Ja, guck jetzt mal an, der Mini-Golem tankt. Mega Minion und Kobolde unbeachtet. Turm 1000 HP. Giant in die Kanonenkarre. Giant in die Kanonenkarre, das ist extrem riskant. Pumpe wirklich. Defensive Elixier, Pumpe, da geht es aber noch ein bisschen ins Minus. Nicht so nice. Nicht so nice, ist genau von Psycho Andreas hier. Aber er muss natürlich alles daran setzen, dass der Riese keinen Hit am Turm rausbekommt. Was natürlich schön wäre, jetzt kommt ein Golem, genau, jetzt kommt ein Problem. Ja, natürlich nice, wenn er irgendwie die Kanonenkarre noch, ja, die Räder verliert sie, sehr schön. Guter Giant, kriegt er noch den Elektromagier down. Alter, das macht er gar nicht so schlecht, aber der das ist ganz Golem tut nice weh, von meiner ist dran. Jetzt muss er hier wirklich aufpassen. Komm, Giant, ein Hit, Giant, ein Hit. Oh mein Gott, nein, war das ein Hit? Nein, ich glaube nicht. Oh mein Gott, Alter, der war schon in der Animation. Habt ihr mein Game gesehen? Nee, guck dir mal Honzas Game an. Mein Gott, ich hab gewonnen. Du hast gewonnen, sehr geil. Ihr glaubt nicht wie. Ihr müsst euch das gleich kurz angucken, das Ende. Honza haut noch Miner raus. Nein! Digga, Poison Spell. 68 HP. Poison. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott! Fuck, was? Oh, scheiße. Das gewinnt er doch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, ihr glaubt nicht, mein Game war noch genauso knapp, wenn nicht sogar noch knapper. Scheiße, ganz schnell gucken, wer gewinnt heute. Wir gucken uns das Game gleich an, Flo. Wir müssen mal ganz kurz gucken, wie hier gespielt wurde. Toni hat gewonnen, Reaper hat verloren, Toni hat gewonnen, perfekt, Toni hat gewonnen. Geil, damit steht 1-1 bei Best of 3. Vendetta hat auch gewonnen, wir haben 4-1 gewonnen. 4-1 gewonnen, sehr geil. Ich denke, das hat er schon getan. Mhm. So. Xam. Spielt hier. Vielleicht auch OP Sam.
Mit den X'en weiß man immer nicht. Was soll denn Xopxam sein? Das ist wie diese damals, diese Rechenketten in Mathematik. Es kann so sein, es kann aber auch so sein. Okay, super Vergleich. Wieso führen Sie die Zahlenkette vor oder so fort? Genau sowas. Ja, sorry, mir fehlt gerade nichts Besseres ein. Floppy hat hier nur Beatdown-Decks dabei. Lava-Hund, Golem und Giant spielt er. Noch kein Game verloren. Oh, gegen die drei Musketiere. Welche Zauber hat er nochmal? Das ist der Poison-Spell, der jetzt kommen muss hier. Er hat einen Poison-Spell dabei. Er hat das ist aber auch schon wieder. Was ist denn das immer für ein Eröffnungs-Move? Ja, aber das Ding ist, jetzt wird Floppy hier direkt das 1-1 wahrscheinlich kassieren, weil er die beiden Musketiere nicht wegblickt hier. Na, noch ein bisschen zustimmt. Bei der Banditin wird es scheitern. Ja. Das ist das 1-1 hier. Ah, okay. Nicht schlecht, sagt der Gegner, sagt Frobby. Gegner bedankt sich, alles klar. Welches Deck ist jetzt besser beim Stand vom 1-1? Drei Musketiere sind natürlich ziemlich krass. Aber Giant Miner Deck ist auch nicht schlecht. Ja. Das ist jetzt hier. Das kann krass werden, ich bin gespannt. Ja. Beide nochmal eine Pumpe. OP Sam heißt der, okay. Okay, Sam. Starker Eisgeist, Pumpe gut verteidigt, auch wenn es teuer war. Na gut, noch ein Sepp drauf. Eisgeist springt. Kobold kriegt keinen Hit raus. Auch okay. Sah jetzt zwischenzeitlich nicht so gut aus. Turm hat aber immer noch Full Life und die Pumpe hat er auch gut verteidigt bekommen. Banditin mit dabei. Nächste Pumpe gesetzt. Ist natürlich nice, die Fledermäuse sind schnell. Ja, aber kommt. Aber die Banditin kriegt einen Charge raus, okay. Interessanter Sepp jetzt hier von OP Sam. Waren ein Minion überlebt. Der Riese kriegt trotzdem hier 3-4 Hits raus. Sogar. Na, ne, 4 Hits. Das ist auf jeden Fall nice für Floppy hier an der Stelle. Ist Minion kriegt auch einen Hit raus. Nachthexe. Kein Hit, aber die ganzen Fledermäuse und Minions. Oh ja, das ist Damage. Oh Gott, direkt der nächste Giant offensiv rein. Da muss er aufpassen. Mit einem, oh mein Gott, da sind jetzt die drei Musketiere. Mit einem Eisgeist, die werden eingefroren. Aber sie werden selber noch eingefroren. Oh nee, Gott, ne? Nee! Eingefroren. Lol. Jetzt das gibt's nicht. Noch 15 Sekunden. Eckenbanditin, sag ich. Ja, da ist sie. Digga. Der Turm fällt, aber Floppy geht auf 3 Crown und das hat er. Den hat er. Nice. Ich kann's nicht fassen. Floppy einfach unbesiegbar in diesem Turnier. Oh mein Gott. Floppy, geil. Wie ist dir das Herz denn geblieben, als dein Eisgeist eingefroren wurde? Ja, ey, dieser Eisgeist, weil der von der. Er wurde einfach eingefroren. Okay, du hast gewonnen. Reaper hat verloren. Vendetta hat auch verloren. Oh Gott. Scheiße, was? Nein. Wir gucken Honza zu. Honza muss gewinnen. Aber ein Spiel fehlt. Honza 5-3. 2. Der Turm fällt noch. Oh mein Gott. 1-1. Warte. Aber es sieht gut aus für Honza. Ich guck bei Toni zu. Es sieht richtig gut aus für Honza. Wie sieht es bei Toni aus? Toni hat verloren. Nee, ne? Wir sind verloren. Ja, oh nee. Wie close. Und Honza gewinnt das sogar noch. Aber damit verliert ihr 3-2 im letzten Set. Das Best of 3. Gewinnt damit die Gegner. Oh, krass. Okay. Es war super knapp und spannend. Aber ihr seid natürlich noch nicht raus. Ihr seid jetzt einfach nur im Lower Bracket. Das heißt, es geht morgen für euch weiter, ne? Oh, stopp. Tornado war gebannt. Niklas hat Tornado benutzt. Oh Niklas, nee, ne? Nein. Lol. Nein. Oh, scheiße! Nein, ihr habt doch gewonnen! Wir haben gewonnen. Oh, das ist doch gerade noch bei den Gegnern passiert! Ihr habt gewonnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Toni schreibt Danke! Toni schreibt Danke! Thanks, mate! Das ist ja einer der größten Fails überhaupt, ne? Scheiße! Guck dir an, wie der Chat ausrastet, alle sind am Lachen. Ja, ihr habt gewonnen! Ja! Alter! Ey, es kann nicht sein, dass wir echt gewinnen wegen einem Bann. Ne, man werde ich belohnt, weil ich hab mich so reingesweatet in diese Games. Oh, andere scheiße, Leute kommen scheiße, weiter. Scheiße. Aber man muss sagen, das Team hat ja auch nur wegen der Dummheit andere gewonnen. Deswegen ist natürlich hier die Frage, jetzt kommt das Payback. Ja, stimmt, Unleashed kam ja nur weiter. Richtig. Weil die Gegner den Pick verkackt haben und gebannte Karten gespielt haben. Und jetzt spielt Unleashed selber gebannte Karten und verkackt deswegen. Hier geht es gar nicht darum, wie gut man spielt. Hier geht es nur darum, dass man es hinkriegt, die Karten nicht zu spielen, die gebannt sind. Alter. Ich kann es nicht fassen. Glückwunsch an euch. Fantastisch. Sehr, sehr nice. Das werden wir weiterhin verfolgen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um nichts zu verpassen. Ich feiere dieses Turnier richtig gerade. Clash Royale ist ja eigentlich ein 1-gegen-1-Game. Hier geht das Ganze in Teams.
Und hier spielen wirklich nur die Besten überhaupt in den Teams dabei. Sehr, sehr nice. Mal gucken, ob sie es auch nächstes Mal hinkriegen, die Karten, die gebannten Karten nicht zu spielen. Das ist hier anscheinend auch die größte Schwierigkeit. Wird auf jeden Fall nice.